Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival ja, hier auf meinem Kanal. Irgendwie. Ja gut. Ja. Na gut. Sagen wir mal nichts zu, ne? Ich habe mittlerweile noch einen zweiten KI befreit. Mit dem kann ich allerdings genauso wenig anfangen, außer ihn bewaffnen. Einen Nachteil haben die Kumpels. Wenn ich hier die Tür zumache, weil draußen Nebel und Zombies, ich habe mittlerweile hier vor jedes Fenster so ein Gitter gebaut. Ja, wenn ich die Tür zumache, weil Nebel und so, interessiert die KIs nicht. Die gehen raus, lassen die Tür offen stehen und ich stehe dann da und ja, reden wir nicht drüber. Das einzig Gute ist, man kann die Typen bewaffnen. Da ist übrigens die Dame, die haben wir auch befreit. Das war in dem ersten Banditenlager gleich ganz vorne da an den Camping-Dingens da. Man kann die bewaffnen, man kann denen auch Munition und Gegenstände in die Hand drücken. Munition verbrauchen sie aber nicht. Also die ballern wild mit Pistole, Gewehr und was sie auch immer gerade haben durch die Gegend. Und verbrauchen einfach nichts. Finde ich gut, habe ich mehr. Ansonsten, sie verbrauchen auch keine Nahrung. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob das ein Bug ist oder weiß ich nicht. Man kann sie arbeiten lassen. Das geht. Zumindest hier über diese Workbench. Da kann man dann, wenn man hier irgendwas herstellen will, kann ich jetzt gerade nicht, weil habe ich gerade nicht. Achso, hier. Achso, müsste man vielleicht auch sagen, wer das noch machen soll. So, kann man machen. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe es vorhin vergessen. Ansonsten machen sie aber nichts. Also könnte jetzt noch sagen, hier, was weiß ich, nehmen wir mal hier das Zahl. Ach ne, wir haben gerade keinen. Moment. Machen wir mal folgendes. Wir nehmen mal Blätter. Blätter. Und hier haben wir noch. Nein. Nein. Da. Jetzt könnten wir mit I. Craft yourself. Ne, kann man nicht. Also man kann nur an den. Jetzt wollte ich mal durch Klugscheißerei glänzen. Kann ich nicht mal. Verdammt. Also man kann es hier an der Workbench machen. Man kann es hier natürlich an der. An dem Ding machen. Ich könnte mal gucken, was brauchen wir zum Bogen reparieren. Den habe ich nämlich auch gefunden. Der Item kann man. Kann man gar nicht reparieren. Warum auch immer. Es geht, da kann man was machen. Kann man nicht. Na gut. Ich habe jedenfalls einen Bogen gefunden. Ich habe auch Pfeile. Kann das aber noch nicht nutzen, weil ich noch keinen Köcher habe. Und warum? Okay, also ich könnte jetzt hier in der Zwischenzeit, nein, also ich muss trotzdem dabei stehen bleiben, also es bringt mir also nicht wirklich irgendwas. So, jetzt habe ich Leder im Inventar und jetzt kann ich mir davon noch was einhelfen. So, und jetzt können wir hierher gehen. Jetzt können wir uns halt. Wir brauchen natürlich noch welche. Ah, nee. Da haben wir noch welche. Jetzt kann ich mir einen Pfeilköcher bauen. Und zwar nehmen wir gleich den aus Leder, weil er hält ja länger. Er hält. Ist ja stabiler, denke ich mal. Und hat auch zwei Storage Slots. Oder wir können auch den nehmen. Hat drei Storage Slots. Das heißt, wir können da dann wahrscheinlich noch so drei verschiedene Sorten Pfeile könnten wir daran reintun. Glaube ich. Ah, so. Achso, Components fehlen natürlich noch. Money, aufpassen. Components haben wir mittlerweile wieder mehr als genug. Ich war ein bisschen unterwegs gewesen, habe ein bisschen gelootet und habe mir Find to worker. Dort.
Rücken. Naja, wir machen es selber. Egal. Irgendwie steige ich da entweder noch nicht ganz durch oder das ist ein bisschen verbuggt, ich weiß es nicht. Kann ja alles noch sein, ist ja ein Early Access, also noch nicht mal eine Beta. So, jetzt haben wir. Wenn wir die jetzt da. Nee. Funktioniert denn das jetzt? Ach so, das muss ich wahrscheinlich unter Equipment. Genau, das ist das Ding. Und jetzt. Weiß ich nicht, ob wir die jetzt denn da. Können wir die da jetzt reintun? Nee. Verstehe jetzt, wer will. So, jetzt 4. Nein, I. Mein Bogen, da ist mein Bogen. 3. Ja. Using. Ich bin irgendwie, stelle ich mich hier noch gerade, glaube ich, zu dusselig an. Harvest? Nein, Harvest nicht. Status? Nein. Habe ich die natürlich weggeschmissen, ist logisch. Soll ich den jetzt noch raus? Irgendwie weiß ich nicht. Den dahin tun? Nee, das geht auch nicht dahin. Gehen auch nicht dahin. Ja. Nö. Muss ich mal. Hunting Arrow haben wir, ja, schön. Na gut. Wir haben es versucht. Es wird schon wieder dunkel draußen. Ich habe hier draußen auch mal ein bisschen was gebaut. Ich brauchte Blätter für Seile und habe mir gedacht, ich habe ja hier vieles gelesen, so von Büsche, die man verhauen kann oder mit einem Messer irgendwie bearbeiten kann. Ich weiß nicht, soll das ein Busch sein? Nein. So, das ist bloß. Das soll, glaube ich, ein Busch sein. Nö, da kommen bloß Stöcke raus. Genau, das war nämlich mein Problem. Und deswegen habe ich angefangen, hier Bäume zu fällen. Und weil ich dann so viele Bäume rumliegen habe, habe ich mir gedacht, gut, fängst du mal an, was zu bauen. Nämlich ein paar Wälle, weil ich habe keinen Bock, dass hier ständig die Zombies im Haus sind. Weil meine Freunde hier der Meinung sind, die müssen hier die Türe offen stehen lassen. So, oh, das muss weg. Machen wir mal ganz schnell. Habe in der Zwischenzeit auch wieder einen Bären erlegt und was weiß der Kuckuck nicht alles. Und weil ich halt nicht wollte, dass ich euch hier mit dem Bauen von diesen Dingern langweile, von diesen Wellen, weil das nimmt doch ganz schön Zeit in Anspruch. Man muss hier etliche Bäume fällen. Und dabei habe ich aber noch was Lustiges rausgefunden. Man kann nämlich die Dinger hier auch wegmachen. Ja, das geht. Einfach dann noch dreimal mit der Axt draufhauen oder viermal oder fünfmal. Und dann haben wir noch ein Lock. Und die Dinger sind verschwunden und man kann da vernünftig bauen. So, die Schmiede haben wir jetzt. Wir haben die Workbench, wir haben die Repairbench. Dann brauchen wir irgendwann noch das Ding zum Ammo nachfüllen, wenn wir dann irgendwann mal an der Mine gewesen sind. Dazu müssen wir uns aber auch erst wieder eine Spitzhacke bauen. Dann müssen wir irgendwann noch sehen, dass wir Hühner kriegen. Da habe ich ja auch schon etliches gelesen. Die meisten schreiben hinterher rennen und fangen. Also anschleichen und dann kurz bevor man davor ist, losrennen. Dann mit F fangen irgendwie. Habe ich noch nicht probiert, bin ich noch nicht zugekommen. Aber vielmehr würde mich das mit dem Bogen noch interessieren. Also wenn ihr wisst, wie es funktioniert, schreibt es mir bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin da scheinbar echt zu dämlich zu. So, Bretter brauchen wir noch. Wir bauen hier gleich noch einen daneben, wenn wir dabei sind.
mal so einen halben Kreis versuchen zu bauen hier, dass wir hier so einigermaßen geschützt sind. So. Hatten wir hier hinten hatten wir noch Stummen stehen, die wir wegmachen können. Das mit den Banditen scheint ja auch noch so ein bisschen buggy zu sein. Also die schießen nicht gleich sofort los, wenn man da bei denen angekommen ist. Die gucken erstmal blöd in der Gegend rum, dann schießen sie und wenn man sie selbst einmal getroffen hat, drehen sie sich um und stehen einfach nur da, teilweise. Teilweise rennen sie auch weg und ach, ich weiß nicht. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ich müsste langsam mal neue Gebiete erforschen hier. Ich war jetzt da, wo diese Straßensperre ist, dieses, was weiß ich, was das da war, der Kontrollposten oder was auch immer, Militärposten, keine Ahnung. Licht ist hier echt. Weil wir haben hier keine Stamina mehr, also keine Ausdauer. Dann war ich auch schon ein bisschen Autos kaputt machen, hab mir ein bisschen ein paar Metal Parts, Metal Scraps geholt, dass wir die einschmelzen können zu Eisenbahnen, weil ich mir eigentlich Pfeilspitzen machen wollte. Was mir jetzt aber scheinbar erstmal nichts bringt, weil wir die Pfeile irgendwie nicht ausrüsten können. Oder ich bin, wie gesagt, einfach zu blöd dafür. Das kann natürlich auch sein. Will ich gar nicht abstreiten. Vielleicht habe ich es ja bis zur nächsten Folge rausgefunden. Oder ihr habt es mir bis zur nächsten Folge in die Kommentare geschrieben. Und ich setze es dann hoffentlich um. Weil ich lese meine Kommentare eigentlich immer alle. Immer. Außer ich liege todsterbenskrank im Bett. Und selbst dann werde ich wahrscheinlich noch mit dem Handy da sitzen und die Kommentare lesen. So, können wir den hier gleich wegmachen, dann ist das nämlich von der Straße verschwunden oder vom Weg. Oder was auch immer das hier darstellen soll. Ja, ich hätte in weiser Hoffnung schon Zweige gesammelt und Sticks gemacht und weiß der Kuckuck nicht was alles. Aber wenn wir die Pfeile nicht ausrüsten können, ist das irgendwie blöd. So, dann haben wir den auch gefällt. Einsammeln. Aber bloß hier kommt jetzt gerade kein Bär um die Ecke. Das wäre völlig uncool. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. Ein paar Bretter müssen wir noch herstellen, haben wir gesagt. Brauchen wir bloß noch 3 Bretter, hier brauchen wir 8 Bretter, also brauchen wir 11 Bretter, dann stellen wir mal Bretter her. Ne, da. Genau. Dann machen wir 12. Okay. So, zack. Nägel brauchen wir hier auch noch. Wollen hier auch noch rein Nägel holen, die können wir uns dann auch wieder machen. Die werden hier an der Workbench hergestellt mittels Components und Metal Scraps. Ich glaube, die reichen jetzt. Irgendwo welche? Nein. Nein. So, das reicht natürlich nicht, aber war klar. Dann stellen wir uns noch ein paar. Oh, es ist 1 Uhr. Wir sollten schlafen, damit sich unsere Erschöpfung wieder regeneriert. Dann machen wir das doch gleich mal. Save Game. Immer schön abwarten, bis das Saving da unten in der Ecke weg ist. So. 5 Stunden reichen, glaube ich, nicht. Machen wir mal 6 Stunden. Mal gucken, ob das reicht. Einmal hat es nicht so ganz gereicht.
So, Licht kann man ausmachen, brauchen wir nicht mehr. Hunger, ja, geht. Sollten auf jeden Fall hier mal eine Wasserflasche auffüllen. Sind noch 12 Liter drin, das reicht noch eine Weile. Wir machen in der Zwischenzeit Alkohol. Wir wollten Nägel herstellen, hatte ich gesagt. Falsch, da. So, Nägel. Metal Scraps, Components haben wir noch. Ach, scheiß, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir es gleich richtig. So, Nails. Find to AI. Komm. Ich will es nicht riskieren. So, also Nägel dürften wir jetzt genug haben. Erstmal. Erste. So. Er hat eigentlich gedacht, ich gehe mal. Weg. Ich hoffe, die sind drin. Ich gehe rein, nicht Tür von außen zu machen. Die hängen immer noch. Ich glaube, wir müssen das Bett mal wegnehmen hier. Also das. Die schläft. Warum auch nicht? Da sind wieder unsere beiden Freunde, die Hortkinder. Ja, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe immer noch nicht raus. Gleich mal reingucken können, ne? Sollte man vielleicht auch mal, ne? Und so. Für ganz doofe gibt's ja auch Tutorials. Vorgebaut. Warte eigentlich. Jetzt rausgehen. Ja mal. Probieren wir mal unseren Bogen aus. Ich freue mich. Hat ja sehr gut funktioniert. Man sollte vielleicht meine Pfeile weg oder was? Die Pfeile kriegt man sozusagen nicht wieder. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Komm, wir haben genug Bandagen. Wir haben genug davon. Treatment. Verbinden, ne, komm.
Ja. Also können wir uns jetzt auch Pfeile herstellen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich will auch mal unbedingt diese Brandpfeile ausprobieren. Das war das hier? Nein. Hier. Da. Nein, da. Fire Arrows. Wir brauchen Sticks, wir brauchen Federn, wir brauchen Arrowheads, wir brauchen Racks und wir brauchen Fuel. Also Biofuel. Das ist gut. Sticks haben wir, Federn haben wir, Arrowheads müssen wir produzieren, Racks haben wir mehr als genug. Das ist schön. Dann können wir jetzt quasi also Pfeile herstellen. Ist da was drin? Nein. Kann ich auch mal entsorgen. Ich müsste eigentlich den ganzen Krempel aus dem Auto noch herholen, habe aber keine Lust dazu, da rauszugehen. Wo rennt ihr hin? Hallo? Ach da! Cool! Herr Korm, hoch das Köpfchen. Ah! Headshot! Nice! Funktioniert also mit dem Bogen auch. Wunderbar. Gefällt mir. Pfeil, oder? Meinst du nicht? Ein Pfeil, doch, tatsächlich. Die können wir wieder aufsammeln. Glaube ich. Mache ich jetzt aber nicht, solange der Nebel noch da ist. So, wir können auch wieder Alkohol abholen. Und dann gleich nochmal eine Runde in Auftrag geben. Wenn wir das Zeug aus dem Auto geholt haben, was wir aber jetzt nicht machen. Nein. Ja. Ins Inventar damit die Medizin. Achso, wir brauchen zwei. War ja klar. War ja klar. So, Split One. Und schon haben wir unseren Verband wieder hergestellt. Haben wieder 5 im Inventar. Können sie also auch wieder nutzen. Wunderbar, gefällt mir. Ich hoffe ganz ernsthaft jetzt, dass man hier nicht ein Arrowhead und sowas alles für einen Pfeil nur braucht, weil das wird dann doch wirklich ganz schön teuer. Aber solange wir noch keine Munition craften können, müssen wir diesen Weg wohl gehen. Du stehst jetzt wahrscheinlich hier vor der Tür und kommst nicht rein. Nein, kommst du nicht. Du stehst da. Kommst du auch nicht rein. Ist nicht schlimm jetzt, ne? Schade bloß, dass er da jetzt nicht auch so hoch hüpft wie bei dem Fenster hier. Könnte man ihm wieder schön einen Headshot verpassen. Indianer Incoming oder so ähnlich. Oh, jetzt wird auch der Nebel hier hoffentlich langsam mal beiseite gehen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun da draußen. Also ist ja nicht so, dass wir hier nur rumsitzen. Eigentlich aus. Nein, wir müssten mal wieder einen Bären erlegen. Müssten wir vielleicht jetzt auch mal mit dem Bogen ausprobieren, wie das funktioniert. So ein bisschen aus der Distanz heraus. So, wir haben Hunger, wir haben Durst. Machen wir hier noch was? Oh, das muss weg, bevor es ganz weg ist. Da war auch noch ein ganzes Rack voll draußen hängen. Schade ist eigentlich, dass man diese Bögen nicht reparieren kann. Ne? Echt ein bisschen blöd. Machen erstmal hier oben leer. So. Naja, egal. So, jetzt gehen wir erstmal da draußen einsammeln. Ein Pfeil haben wir, ich krieg keine Kartoffel, juhu. Ne, mehr ist hier wirklich. Schade eigentlich. Egal. Wir können ja jetzt. Halt, wir haben. Fertig. Fertig. 8 Stück. So, Arrowheads. Kriegt man immer 4 Stück raus, das ist gut. Können 32 Stück machen, dauert 8 Stunden.
Ja, komm. Ich hoffe, das geht jetzt. Egal. Achso, sie geht jetzt dahin oder was? Macht das jetzt? Na, tatsächlich. Es funktioniert. Ach, deswegen hat das nicht funktioniert, weil der Typ da oben in der Decke festhängt. Ach so. Ja, sag das doch. So, was brauchen wir hier noch? Nägel brauchen wir. Genau. Ist fertig, das ist fertig. Ich habe ja auch schon mal angefangen, den Spielplatz zu zerkloppen. Ich werde wahrscheinlich rein aus ästhetischen Gründen das Auto ja auch irgendwann noch fertig machen und irgendwo an die Seite fahren. Damit das hier nicht so irgendwie hier rumsteht. Wie sieht das hier aus? Der ist bei 52%. Es ist right. Geil. Ja, nice. Dann können wir ja einen Bogen bauen. Gefällt mir. So. Ja, was machen wir jetzt noch? Sie ist noch beschäftigt da mit Einsammeln. Hier liegen noch Stämme rum, das ist auch gut. Zack, und brauchen wir. Also mein Ziel ist es ja irgendwann, das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen, solange, also das werde ich nicht in den Aufnahmen mal machen. Muss mal da so eine Randerscheinung werden hier mit meinem Bauen. Dass ich irgendwann mal das komplette Haus hier eingezäunt habe. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch mal die Möglichkeit, dass man seinen NPCs hier noch weitere Befehle geben kann. Abgesehen von Crafting. Dass man wieder oben Patrouille lassen kann, weil man kann ja auch diese Welle... Jetzt werde ich hier noch von meinem eigenen Baum erschlagen oder was? Okay, wir sollten vielleicht auch mal ausladen. Man kann ja da oben auch langlaufen. Deswegen gibt es ja diese Wooden Warhols Rift. A ist mit Schießscharte, Typ B ist ohne Schießscharte. Dann gibt es noch mit Leiter und das ist das Main Gate. Da passt man aber wirklich gerade so mit dem Auto durch. 1. Schnell hier. Fest. Oh. Ja, wir müssen dann unser Zeug ausräumen, was wir Inventar haben. Dann müssen wir das Auto müssen wir auch noch leer machen. Und dann können wir gleich die nächste Runde, der ist unsafe, der ist empty, genau. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesen komischen Boxen hier macht. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht rausgekriegt. Hier ist Pistolenmunition, noch ein Waffenschrank. Haben wir uns ja auch gebaut. Ich habe mittlerweile einen vollen Kanister und hatte noch einen vollen Kanister, den habe ich jetzt ins Auto gekippt. Erstmal. Weil ich nicht mehr wusste, wohin damit, weil mir halt Kanister fehlte. Okay, das ist. Ja, das geht noch. Und. Ah, hier sind meine Pfeile. Schön. Weil sie bewegen die halt, die muss ich ja. War ich jetzt stehen geblieben, verdammt. Achso, genau. Ich hatte keinen Kanister mehr, da habe ich mich erstmal ins Auto gefühlt. Also ich habe das Gefühl, irgendwie kommen hier wieder das Benzin, der Diesel oder was auch immer das ist. Weil irgendwie die Autos hatte ich alle schon mal abgeklappert und habe dann wirklich tatsächlich hier nochmal über 20 Liter Benzin rausgekriegt. Fand ich schon irgendwo ein bisschen gut. Splitter. Nein, ja doch. Der hängt immer noch da oben fest. Ich hoffe, nach dem nächsten Laden des Spiels ist das dann mal entbuggt, das Ganze.
So, Tree Bark kommt hier mit rein. Ist mal ein kleiner Teil davon. Weil wir ja das als unseren Küchenholzfeuerschrank da auch wie auch immer haben. Hier haben wir Metal Scraps, noch mehr Metal Scraps, noch mehr Metal Scraps. Also wir können uns ganz viele Pfeilspitzen herstellen. Und dann dementsprechend natürlich auch ganz viele Pfeile. Was ich sehr, sehr, sehr gut finde. So, behalten wir erstmal im Inventar, solange wir da draußen noch bauen. Haben wir hier was für? Nein, haben wir nicht. Wir könnten noch ein Drying Rack bauen. Doch, hier haben wir noch was. Ihr könnt hier noch ein Drying Rack bauen. Falls wir demnächst nochmal einen Bären erlegen. Oder so. Da haben wir noch Zweige. Das gehört dahin. Die Kartoffel weiß ich bis jetzt noch nicht, was wir damit machen. Bringen wir erstmal in die Küche. Hier kommt noch ein bisschen Medizin rein. Brauchte ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, aus den Kartoffeln kann man dann irgendwie Suppe kochen oder so. Was gibt's denn hier? Interact. Da brauchen wir tatsächlich eine... Das sieht, glaube ich, nach einer Kartoffel aus. Brokkoli und Möhren. Hier brauchen wir eine Kartoffel, da brauchen wir eine Möhre und zweimal Fleisch. Dann haben wir irgendwie eine Fleischsuppe quasi. Wir hatten, glaube ich, noch einen Schokoriegel. Können wir hier mit reinschmeißen. Der bringt irgendwie fast gar nichts. Das sollte... Ne, das ist Rifle Ammo, die brauchen wir. Das kommt hier mit zu. Ja, wieder Pistolenmunition. Wunderbare Sache, das. Bleibt, das bleibt, das bleibt. Einmal kommt ins Auto, die Flasche bleibt. Bleibt, das bleibt, das bleibt. Ja. Kommt erstmal hier mit rein. So, zack. Kartoffel auch. Bretter könnten wir in den Schrank tun. Das kann auch in den Schrank. Aber wir sind auch schon wieder durch mit der Folge. Wir holen den ganzen Krempel, ehrlich. Wir sind auch schon wieder durch mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne wiederkommen. Es gibt immer wieder was Neues. Eigentlich jeden Tag eine Folge Mist. Ja, dann würde ich doch ganz einfach mal sagen, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.